Hallo meine Zaubermäuschen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, Freitagabend, es ist wieder soweit, 18 Uhr und ein neues Video. Ja, was machen wir heute? Wir werden heute mal einen Glasnagel machen. Viele haben mich gefragt und angeschrieben, wie machst du das? Wie geht man da am besten vor? Wie machst du das mit der Nagelbettverlängerung, falls der Nagel zu kurz ist? Ja, dies und vieles mehr wollen wir heute ein wenig durchgehen. Also starten wir doch einfach jetzt. So, zunächst bereiten wir den Nagel natürlich wieder vor. Also Primer. Also das Gel schon mal abgefeilt, jetzt kommt der Primer und das Haftgel. Wenn ich weiß, wie der Nagel richtig vorbereitet wird, in dieses Video reinschauen. Als Primer nehme ich den Ultrabond von Fingerspitzengefühl. Das kennt ihr ja schon. Den lassen wir ganz kurz einziehen und dann kommt auch direkt das Haftgel drauf. So, dann das Haftgel wieder auftragen, ganz dünn, nicht an die Nagelhaut kommen. Dürft auch gern einmassieren. Und dann kommt das Ganze in die Lampe rein zum Aushärten. Ungefähr 120 Sekunden. Da wir den Naturnagel ja auch verlängern wollen, brauchen wir jetzt ein Make-up-Gel. Ich nehme jetzt das Naturpink, auch von Fingerspitzengefühl, um den Nagel halt, um das Nagelbett ein bisschen rauszuziehen, damit der nicht so kurz ist, der Glasnagel. Und dafür benutzen wir natürlich auch eine Schablone. Pinschen möchte ich das Ganze auch, also wie immer. So, die Schablonen benutze ich auch von Fingerspitzengefühl. Ihr kennt das ja, wenn ihr nicht wisst, wie Schablonen geht, dann bitte einmal in dieses Video reinschauen. Ganz wichtig. Ja, wie immer, ich klebe den Punkt hier hin. Ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf. Wie gesagt, wenn ihr es genau wissen wollt, dann in das Video nochmal reinschauen. Und da der Nagel ja schon etwas länger ist hier, brauche ich wahrscheinlich nicht so viel anpassen. Ja, doch, ein wenig muss ich noch anpassen. So, ich muss jetzt die Schablone noch etwas einschneiden, weil es passt nicht so ganz. Das heißt, hier einfach so einen Keil rausschneiden. So. Und dann gucken wir noch mal, ob das besser passt jetzt. So, wenn ihr seht, dass es passt, dann einfach die Schablone zusammendrücken, möglichst gleichmäßig. Auf jeden Fall gucken, dass ihr hier keine Lücke habt und hier keine Lücke habt, dass die Schablone vernünftig sitzt. So. So. So, und dann starten wir doch mal mit der Nagelbettverlängerung. Dazu nehme ich das Naturpink und fange jetzt an, erstmal eine dünne Schicht aufzutragen. So, und dann gucken wir mal, dass wir uns hier ein Nagelbett zurechtbasteln. Ich orientiere mich jetzt einfach mal an der Linie 1. Kann ruhig ein bisschen drüber gehen, weil wir fallen das gleich nochmal. Das Gel darf auch gerne ein bisschen dicker drauf sein, damit das schön deckt. Vor allem am Übergang. Hier vorne natürlich auch etwas. Ich gehe jetzt mal ein bisschen über die Linie, damit ich vielleicht noch ein bisschen was zum Feilen habe. Solltet ihr natürlich auch machen, weil sonst müsst ihr noch eine neue Schablone ansetzen und das ist natürlich mehr Arbeit. So, und dann kommt das Ganze für 20 Sekunden in die Lampe, weil ich will das ja noch kurz pinschen. Wie gehabt, erstmal die Schablone entfernen, gucken, ob das Gel fest genug ist.
Wenn es Fäden zieht, ist es noch nicht fest genug. Dann das Ganze einmal lösen. Und dann mit der Pinzette schon mal so ein bisschen den Nagel in Form bringen. Und dann natürlich auch die Pinch-Klemme, habe ich so. Da ist er. Und den dann zusammendrücken. Und dann ab in die Lampe zum Aushärten. So, wenn das Ganze dann komplett ausgehärtet ist, gucken wir uns das einmal an. Ja, deckt ganz gut. Wenn es noch nicht genug deckt, dann würde ich jetzt nochmal eine Schicht drauf machen an eurer Stelle von dem Make-up-Gel. Ansonsten, ich cleaner das jetzt ab und dann fallen wir uns den den French des Make-up-Gels zurecht, also den Übergang zum Glasnagel. Der sollte wie folgt aussehen, dass er natürlich schön rund ist, so dass es natürlich aussieht. Gucken hier an den Ecken, dass das vernünftig abschließt. Ich muss doch lieber lassen wollen. Gucken, dass der schön rund ist. Ist natürlich euch überlassen, wie lange ihr den Übergang haben wollt. Ich versuche den jetzt mal nicht ganz so lang zu machen. Könnt ihr natürlich auch noch spitzer machen. So, lasse ich den jetzt einfach mal. Und dann falle ich noch mal kurz auf den Nagel, um das Ganze ein bisschen anzurauen. Damit das Gel gleich besser hält. Das Klare. Und dann gehe ich nochmal mit einem Buffer drüber. So, jetzt müssen wir natürlich noch eine zweite Schablone ansetzen, um das Ganze zu verlängern. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem Tipp machen. Geht auch. Wenn ihr Bock drauf habt, dann zeige ich euch das auch nochmal im Video, wie ich da dann dran gehe. Aber wie gesagt, heute mal mit Schablone. So, die setzen wir jetzt auch wieder hier unten an. Gucken dann, dass die möglichst schön zusammensitzt. So, dass die Mittellinie schön mit dem Nagel geht. So, und dann machen wir doch mal unseren Glasnagel. Dafür nehme ich heute das Fiber Fusion Clear, auch von Fingerspitzengefühl. Links sind alle unten in der Beschreibung drin. Und ja, damit verlängern wir uns jetzt unseren klaren Nagel. Hier solltet ihr jetzt natürlich darauf achten, dass ihr keine Blasen reinkriegt. Ganz wichtig. Oder irgendwelche Dreckpartikel oder so. Weil das werdet ihr dann natürlich durchsehen. Wie bei jeder Verlängerung halt den Anschluss hier schön dick machen. Und dann gucken wir mal, wie lange wir den machen. Durch die Wärme hier oben ist es jetzt natürlich sehr dünn, das Gel. Machen wir mal so. Einmal kurz für 20 Sekunden rein, weil das möchte ich auch nochmal schnell ein bisschen pinchen, damit es eine vernünftig schöne C-Kurve gibt. Ja, so wie gehabt, einmal kurz so die Schablone ablösen, dann einmal kurz zusammendrücken und dann auch wieder mit der
Pinch-Klemme das Ganze zusammendrücken und rein damit. Ihr hättet jetzt natürlich auch schon direkt den Aufbau machen können auf die Schablone jetzt als nächsten Schritt. Möchte ich jetzt aber nicht machen, weil ich falle den Nagel jetzt erstmal nach, um euch zu zeigen, wann ihr noch irgendwelche Applikationen wie ja, Trockenblumen oder Glitzer oder sonst was da reinmachen könnt. So, da haben wir schon mal unseren verlängerten Glasnagel. So. Und den fallen wir uns jetzt natürlich schön. Falls ihr jetzt irgendwelche Applikationen reinsetzen wollen würdet, dann müsstet ihr den jetzt nachfeilen. Ansonsten, wie gesagt, könntet ihr jetzt das Aufbaugel auftragen. Jetzt müsst ihr natürlich die Form reinfallen, die ihr haben wollt. Wenn ihr Mandel haben wollt, dann ist natürlich eine Mandelform. Wenn ihr Stiletto haben wollt, ein Stiletto. Ich versuche es jetzt so ein bisschen in die Ballerina-Richtung zu gehen. Ich zuck schon, wenn es scheiße ist. Ja, das will ich ja nicht. So ist geil. Das ist eine gute Idee. Not macht ein bisschen erfinderisch. Franzi hat da eine kleine Verletzung an der Seite. Deshalb mache ich jetzt hier einfach mal mit meinem lustigen Nail Art Tool so eine kleine Brücke dahin, damit ich da nicht an die Haut komme. Sonst springt sie gleich auf und schreit und rennt weg. Dann feile ich oben noch mal ein bisschen drauf, um den Nagel wieder so ein bisschen anzurauen, damit das Gel gleich vernünftig halten kann. Nagel natürlich schön schmal feilen, weil es wird ja ein Ballerina-Nagel. Immer wieder von oben drauf gucken, dass ihr vernünftig seid, weil das ist jetzt die grobe Ausgangsposition, die wir haben wollen vom Nagel. Später beim Nachfallen machen wir das natürlich noch mal schön und dann sind wir jetzt erstmal fertig. Jetzt gehe ich noch mal schnell mit dem Buffer drüber. So, kurz abstauben das Ganze. Und jetzt könnt ihr natürlich da alles Mögliche einarbeiten, worauf ihr Bock habt. Glitzer oder Trockenblumen, wie schon gesagt, oder irgendwelche lustigen Glitzerpartikel, ja, was es so alles gibt. Wie gesagt, das kommt jetzt da rein und dann kommt noch das Aufbaugel drüber. Ich werde jetzt einfach mal so ein paar Glitzerflakes reinmachen, um euch zu zeigen, ja, wie das dann aussieht, wie das gehen könnte. Und ja, das machen wir jetzt einfach. Diese Glitzerflakes sind jetzt von der Firma Neonail, habe ich damals mal bekommen und davon nehme ich mir jetzt einfach mal ein paar. So, das müsste schon reichen. Als nächstes nehme ich ein, wo ist denn? Als nächstes nehme ich wieder dieses Clear Fusion, mache eine ganz dünne Schicht drauf. Da werde ich jetzt diese Flakes, könnt ihr einen Dotting Stick nehmen oder was auch immer ihr da habt, reinsetzen. Da ist halt Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt. Könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen in der Kamera, weil jetzt natürlich alles glänzt. Und dann kommt das Ganze wieder in die Lampe rein zum Aushärten. Bei solchen Glitzerflakes ziehe ich gerne nochmal so kleine Fäden über die Glitzerflakes drüber, damit ich das Ganze nicht im Aufbaugel habe, wenn ich da nochmal drüber gehe. Es könnte sein, dass ich dann, wenn ihr mit dem Pinsel drüber geht, das Ganze nochmal ein bisschen löst. Deshalb ziehe ich jetzt hier einfach mal so ein paar Fäden drüber von dem Gel, also es kurz eintauchen und dann einfach drüber ziehen.
Also vielleicht sieht man es so besser. Kurz eintauchen und dann habt ihr so einen Faden und den könnt ihr dann einfach über die Partikel drüber ziehen. Und dann härte ich das nochmal kurz aus. So, und als nächstes kommt natürlich das Aufbaugel drauf. Ich mache immer erst ganz gerne eine ganz dünne Schicht drauf. Und dann kommt die etwas dickere. Bei den Temperaturen mache ich auch immer gerne zwei Schichten drauf, weil das verläuft ziemlich schnell. Guck natürlich, dass ihr keine Bläschen reinbekommt. Und da es so warm ist, halten wir den Finger einmal andersrum. Genau. Damit das Gel jetzt wieder zurückfließen kann in die Ausgangsposition. Dann wird der Apex gleich ein bisschen schöner. Da warten wir jetzt kurz. 10 Sekunden. Und dann kommt das Ganze ganz schnell in die Lampe zum Aushärten. Da werde ich jetzt gleich noch eine Schicht Aufbaugel drauf machen, damit wir den Apex richtig schön ausarbeiten können. Und dann wird das Ganze auch schon nachgefeilt. Das Fiber Fusion Clear wird natürlich ein bisschen heiß in der Lampe, was Franzi gerade merkt. Warum das Ganze heiß wird, erkläre ich in diesem Video. Wenn ihr das wissen wollt, dann könnt ihr gerne nochmal reinschauen. So, bei der zweiten Schicht Aufbaugel natürlich dasselbe wie gerade, keine Blasen reinmachen. Hauptsächlich den Apex treffen, also dann am Übergang schön stark machen oder dick machen das Ganze. Der sollte ungefähr hier so in der Mitte sein. Da ist die Bruchstelle, das heißt, da muss das meiste Gel sein. Und dann kann das Ganze wieder in die Lampe. So, wenn das Ganze jetzt gleich ausgehärtet ist, werde ich das nachfeilen. 6 Schritte zum Nachfeilen sind in diesem Video drin. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann gerne reinschauen. Ansonsten mache ich das jetzt auch im Schnelldurchlauf. So, jetzt werde ich nochmal schnell unter dem Nagel ein wenig fräsen, weil hier sind ein paar kleine Kanten, die weg müssen. So, und dann werde ich das Ganze jetzt versiegeln. Nehme ich dann. Nehmen heute mal das Perfect Finish Flexible. Jetzt natürlich auch wieder darauf achten, dass ihr nicht an die Nagelhaut kommt. Das heißt, das Ganze noch mal ein bisschen zurückschieben, kontrollieren, dass da kein Krümel in der Ecke ist oder so. So, und dann kommt auch schon die Versiegelung drauf. Und dann ab damit in die Lampe. Ihr habt jetzt ja auch gesehen, dass der Nagel unten natürlich etwas rau ist. Das heißt, er ist noch nicht ganz durchsichtig. Daher müssen wir den von unten auch nochmal mit Versiegelung einschmieren, damit er dann auch richtig schön durchsichtig ist und von unten dann keine rauen Stellen mehr da sind vom Fräsen. So.
So, und das war's jetzt auch schon mit unserem Glasnagel. Das Ganze wird jetzt nochmal ausgehärtet und dann sind wir fertig. So, das war's jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein wenig bereichert und ihr könntet auch etwas lernen dadurch. Ja, wenn euch es gefallen hat, wie gesagt, dann gerne sharen, teilen, liken, auch gerne abonnieren. Wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, dann auch diese kleine Glocke anklicken, dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn neue Videos von mir rauskommen. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Euer Chris. Thank you.